Liam und ich werden heute ein bisschen den Abend moderieren. Wir schreiben beide für die Zeitung Klasse gegen Klasse. Und wir würden auch gerne ein bisschen was einführen zu der Zeitung sagen und zu der Organisation, in der wir sind. Genau, Klasse gegen Klasse, also die Online-Zeitung, die werden ja die meisten von euch kennen. Die Online-Zeitung ist Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks, mit dem wir hunderte, tausende Menschen erreichen. Und wir sehen die Zeitung als ein zentrales Mittel, um über die Erfahrungen und Belange von ArbeiterInnen und Jugendlichen zu berichten. Über die sozialen Medien dokumentieren wir täglich, auch bildlich über Videos und über Interviews, was ArbeiterInnen und Jugendliche bewegt und wofür sie kämpfen. Wir schreiben, wir fotografieren und wir filmen zu globalen wie nationalen Themen, zu Arbeitskämpfen, wie zum Beispiel den Streik im Erziehungs- und Sozialwesen im Mai diesen Jahres, aber auch zu dem Streik der Krankenhausbeschäftigten gerade in Nordrhein-Westfalen, oder auch zu Gorillas, also zu den Streiks von Gorillas im Jahr 2021. Wir schreiben auch über Themen wie Rassismus, wie den mutmaßlichen Polizeimord in Mannheim. Wir schreiben zur Klimakrise und zu feministischen Themen. Und hier vor allem mit unserem feministischen Projekt Brot und Rosen, das 2003 in Argentinien von unserer Schwesterpartei, der PTS, gegründet wurde. Es sind auch tatsächlich ArbeiterInnen und Jugendliche, die diese Zeitung am Leben halten, die für sie schreiben und berichten. Und noch dazu ist sie auch ein Angebot für alle Menschen, ob sie jetzt mit uns organisiert sind oder nicht, die Zeitung auch zu nutzen, um hier ihre Ideen und Erfahrungen zu teilen. Unsere politische Arbeit beschränkt sich aber nicht allein auf die Zeitung, sondern wir sind als RIO, also als revolutionäre internationalistische Organisation, Teil einer internationalen politischen Strömung, der FTCI, also der trotzkistischen Fraktion Vierte Internationale. Wir sind hier in 15 Ländern vertreten, in Brasilien, Argentinien, Mexiko, Bolivien, Uruguay, Venezuela, Peru, Costa Rica, Chile, Frankreich, Italien, im spanischen Staat, in Katalonien, in den Vereinigten Staaten und eben in Deutschland. Wir organisieren uns als weltweite Organisation, um den Kapitalismus insgesamt zu besiegen, denn wir sind davon überzeugt, dass dieser Kampf nur international gelingen kann. Und auch die Veranstaltung heute spiegelt diesen internationalen Ansatz wider. Dem liegt natürlich zugrunde, dass wir uns hier auch versammelt haben, weil 80 Kilometer von hier entfernt in Schloss Elmau an diesem Wochenende der G7-Gipfel stattfindet und auf dem 7 der mächtigsten Länder und vor allem die Regierungschefs dieser Staaten zusammenkommen. Der USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan, Kanada und Deutschland, welches dieses Jahr wieder einmal wie 2015 den Vorsitz des G7-Gipfels hat. Das Motto beschreibt sich unter dem Begriff Fortschritt für eine gerechte Welt. Das steht natürlich für eine grüne Ökonomie und mehr Gerechtigkeit, das wissen wir alle. Aber was sich dahinter verbirgt, das ist die Grundlage auch der Diskussion, die wir heute führen wollen. Denn wer sich dort trifft, das sind vor allem die Vertreterinnen von den imperialistischen Staaten, die darüber entscheiden wollen, wie sie die Welt gestalten und wie sie darin die enthaltenen Ressourcen unter sich aufteilen können. In unserem ersten Input wird Clara anfangen, die Genossin, die links neben Anna sitzt, die gezielt auf die Klimafrage eingehen wird und vor allem den Zusammenhang zu den G7 erläutern wird, auf dessen Grundlage ja auch die politische Richtung der Klimabewegung selbst gerade in Frage kommt. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, angesichts der großen Klimakatastrophe, die uns bevorsteht, eine Auseinandersetzung mit den Ideen dieser Klimabewegung auch zu führen. Aber statt Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit können wir von diesen Regierungen gerade nur noch mehr Aufrüstung erwarten. Umweltzerstörung und die soziale Spaltung. All dies wird zulasten der Arbeiterinnen und der Jugend getragen. Da die G7 sich treffen, um ein internationales Bollwerk zu schaffen, mit dem sie Angriffe auf die Arbeiterinnen und die Jugend vorbereiten können, brauchen wir eben auch eine internationale Antwort. Deshalb haben wir Genossinnen unserer Partnerorganisation eingeladen,
die heute diesen Abend mitgestalten werden. Zum einen haben wir zu Gast Pierre aus Frankreich von der Organisation Révolution Permanente, unserer französischen Schwesterorganisation, der über die Rolle des französischen Imperialismus sprechen wird und die Notwendigkeit, sich gegen diesen zu wehren. Er wird auch über die Wahlen in Frankreich sprechen und die Notwendigkeit, abseits des Reformismus und des bürgerlichen Staates eine Organisation aufzubauen, wo jetzt gerade neue Erfahrungen gemacht werden. Neben dem Beitrag von Pierre werden wir auch zwei Videobotschaften hören von den Genossinnen Lucia Nistal aus dem spanischen Staat, die über den NATO-Gipfel, welches kommende Woche am 29. und 30. Juni stattfinden wird. Also genau nach dem G7-Gipfel, wo es hier stattfindet, werden fast die gleichen Regierungschefs nach Madrid gehen, um dort die militärische Perspektive des Westens zu besprechen. Und eine zweite Videobotschaft kommt von Martin Saez aus Argentinien, der dort Lehrer ist und Mitglied der Partei der Sozialistischen Arbeiterinnen. Er sendet seine Grüße aus Chubut, wo im Winter des vergangenen Jahres Arbeiterinnen und Jugendliche auf die Straße gegangen sind, um gegen ein neues Bergbaugesetz zu protestieren, dessen Durchsetzung eine enorme Umweltzerstörung zur Folge haben wird. Unser letzter Beitrag kommt von Rojat, der noch stärker auf die Bedeutung des Reformismus und der deutschen Ampelregierung eingehen wird und auf die Frage des Sondervermögens und der Inflation. Dieser Beitrag wird einen Übergang darstellen, um dann tiefer zu diskutieren, welche Perspektiven wir in dieser Zeit aufwerfen. Genau. Und diese Veranstaltung, wie ich schon sagte, tragen wir sowohl hier auf dieser Ebene als auch auf der Zeitung aus, aber wir wollen deshalb auch es als einen Beginn verstehen des kommenden Wochenendes, auf dem wir besonders auf die Straße gehen werden, morgen in München und am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen. Und deshalb wollen wir mit euch diskutieren, wieso es mehr denn je notwendig ist, nicht nur gegen den G7-Gipfel zu protestieren, sondern auch eine Organisation aufbauen zu können, die uns dazu dient, gegen die Angriffe unserer Regierungen zu verteidigen, aber auch selbst eine andere Alternative aufzuwerfen zum kapitalistischen System. Genau.